Aber bin ich froh, wenn wir gleich unsere Waffen wieder haben. Wie gemein dieser Kampf aber auch war, ne? Ich kann mich da aber echt nicht mehr dran erinnern, dass es so schlimm war. Das war schon mega übertrieben. Naja, egal. So, da haben wir den Kampf wenigstens schon mal hinter uns. Hier liegt auch noch was. Auch noch was am Leuchten. Ein Verbandskasten. Sehr schön. Tut mir bitte nicht weh. Ich werde dir so eine Kugel in den Arsch schießen, dass du 3 Wochen nicht mehr sitzen kannst. Wer heult denn hier? Schnauze! Hab ich gesagt! Boah, Gott sei Dank. Alter Schwede. Bin ich froh. Bin ich froh. Erstmal nachladen. Erstmal Verbandskasten nehmen. So. Jetzt aber. Wer will nochmal, wer hat noch nicht. Wo geht's denn hier hin? Okay. Was ist das denn? Warte mal. Oh, Maschinengewehrmunition und Pistolenmunition. Das können wir gut gebrauchen. Apropos Pistolenmunition. Haben wir jetzt wieder genug? Sehr schön. Dann können wir die wieder... Können wir die wieder gebrauchen? Was haben wir? Waffen? Ah, Alter. Oh, jetzt wird's interessant. Pistolen, Magazingröße, Pistolen, Schadensteiger. Okay, die Pistole macht eigentlich ganz gut Schaden. Bin ich gar nicht mehr so... der Rückstoß von dem MG finde ich ein bisschen sehr, sehr... Weil der Rückstoß vom MG ist echt. Also das ist schon sehr krass. Ich glaube, das mache ich mal. Jawoll. Achso, da kann man nur ein Waffen-Upgrade dran machen. Das ist geil. Boah, ich hab das, ey, ohne Spaß. Das ist so lange her, wo ich Bioshock... Überleg mal auf dem PC, wie das damals rauskam. So lange ist es her, wo ich Bioshock gespielt habe. Und ich bin ja nicht jetzt gerade der Jüngste. Oder so. Ich bin ja schon, hab schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. So. Ja, Let's Play Live Show jeden Freitag und Samstag 20 Uhr. Ne? Für dich auf YouTube ist ja eh egal, du guckst ja das Video. Ich glaube, wir können... Können wir hier rein? Hallo! Können wir direkt mal ausprobieren? Oh ja, wesentlich besser. Wesentlich besser. Wesentlich besser. Ich weiß Bescheid! Hallo, mein Freund! So. Heute Ausnahmestream wegen Bioshock, weil ich ja weiter aufnehmen wollte. So, und ein Tagebuch. Nein, oh wie gemein, oh wie gemein. Ach komm, ehrlich. Ernsthaft. Wenn wir bei Fontaine bleiben, enden wir am Galgen. Und wenn nicht, ergeht's uns wie Sammy G. Es muss noch einen anderen Weg geben. So. Hier sieht aus, als könnten wir hier auch was schmelzen. Ich probier's mal. Bringt uns das was? Ist da irgendwas? Toll. Oh, Verbandskasten. Nehme ich mit. Sonst irgendwas in den Schmugglerkisten? Okay, ansonsten ist hier aber nichts drin. Gut, dann gehen wir weiter. So. Okay, dann würde ich sagen, wo müssen wir denn? Hier können wir auch noch was auftauen. Aber das mit dem MG jetzt mit der... Das ist nicht mehr so verzieht, das ist schon sehr, sehr spürbar. Auf jeden Fall. Oh, guck mal. Ah, ich dachte, das wären wieder so Regisseurkarten, Regisseur, Du kannst nicht aussteigen. Fontaine wird dich finden. Ah, scheiß auf Fontaine. Na, warte mal ab, wer da auf wen scheißt, du Idiot. Mhm. Aha, eine Filmrolle. Genau, das meinte ich nämlich. So, da haben wir wieder eine Film... Achso. Okay, der sammelt die nicht ein, der speichert sich das dann nur ab. Weil das sind auch so neue Sachen, so Filmrolle, wo man dann halt, ja, Entwicklerkommentare und alles und so sieht und dann auch erklärt kriegt, ja, wie alles passiert ist und tralala.
Und ich hatte mal auch ganz kurz reingeguckt, jetzt zwischendurch mal, dass es auch dieses, wie schimpft sich das nochmal? Das Museum ist ganz geil, weil da sieht man auch so Concept-Arts und auch hier so Gegner und so, die es nicht geschafft haben, ins Spiel zu kommen. Ist ganz cool gemacht. Ist so ein begehbares Museum. Finde ich voll geil. Wie kriege ich das denn auch von mir? Achso, ich bin so schlau. Ich bin mega schlau. Nein, ducken. Du hast es geschafft. Und ja. Jetzt dann sollte es keinen Ärger mehr geben. Wir treffen uns weiter vorn. Ja, ich hoffe. Ich hoffe. Ja, alter Schwede. Treffen uns weiter vorn. Okay, wir haben es definitiv. Kann ich einfach zurücklaufen? Was passiert, wenn ich hier zurücklaufe? Nein, oh, ich bin so hohl. Ach, man kann echt zurückgehen? Ehrlich? Das wusste ich gar nicht. Das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Man konnte wirklich zurücklaufen? Das ist mir aber neu, dass man zurücklaufen konnte. Aber ich frage mich, was sollte man denn... Was sollte man denn eigentlich dann da... Ja gut, da müssen wir jetzt natürlich... Ja, Spiel ist gespeichert, toll. Ja, nee. Ja, müssen wir jetzt nochmal... Tut mir leid, ich, ja, ihr wisst ja, ich bin so ein Probierfuchs. Ich probiere halt gerne Sachen aus. Ja. Aber das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung, dass man ja zurücklaufen konnte. Ach ja, doch, stimmt. Ich hatte damals ein paar Mal auf dem PC, habe ich ein paar Sachen liegen gelassen. Und wie zum Beispiel so ein Safe oder so, den ich noch nicht öffnen konnte, weil der mir vielleicht auch irgendwie zu schwer war oder so. Oder ein paar Verbandskästen, dann bin ich einfach zurückgelaufen. Stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder. Boah, ist das lange her. Früher war alles besser. So. Lecker. Ein Rett. Alter, was? Was ist das denn? Was war das? Das war ein Rettriegel, wollte ich gerade sagen, aber irgendwie kam mir da irgendwas in die Quere. Ein Familienfoto. Aber ich komme nicht rein, ich brauche deine Hilfe. Meine Familie ist keine 100 Meter mehr von dir entfernt. Ja. Darf ich mal eben... Hui! Jawohl! Zirkus der Werte! Ich habe das Gefühl, wir werden verfolgt. Das letzte Mal. Ist ja mal gar nicht laut, der Automat. Ich finde, das könnte man tauschen mit dem Nahkampfangriff von hinten. Verringert alle physischen Schäden. Körperpanzerung ist nützlich in allen gefährlichen Lebenslagen und bietet einen fantastischen Schutz gegen Beulen und Quietschungen. Seien Sie kein Softie, besorgen Sie sich unseren Körperschutz noch heute. So. Mensch, Jockey. Nee, ich glaube, ich lass mal die Körperschutz. Da hätte ich gerne ein paar mehr Slots. Ich weiß nicht mehr, ab wann wir die freischalten dürfen. Ab irgendeinem gewissen Punkt darf man... Ja, toll geraucht. Ab irgendwie. Ich bin selber auch. Ab einem gewissen Punkt kann man die sich nicht anschauen. Natürlich. War ja klar. Angeblich kann man ja einfach hinlaufen. Alter, seid ihr verrückt? 27 Zuschauer. Ihr seid doch wahnsinnig. Vielen Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. Boah, wie geil das auch aussieht. Wo ist denn das Scheißding? Ach, da steht das. Nein, ich will... Nein,
Das war dumm. Ich dachte, ich könnte mich da ranschleichen und es hacken. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Okay, ein Tonband. Wir sind alle hier runtergekommen, weil wir dachten, wir werden alle Glieder in Ryans großer Kette. Aber es hat sich herausgestellt, dass Ryans Kette aus Gold ist, während unsere Ketten Schlösser haben und dicke Eisenkugeln. Er residiert oben in Fort Frolic und bumst die schärfsten Mädels. Wir sitzen hier unten in diesem Loch und nehmen Fische aus. Fontaine verspricht uns, es wird besser. Tut so, als wäre er einer von uns, verstehst du? Als ob der einen Tag in seinem Leben gearbeitet hätte. Er sagt, wir treffen uns um 11 in der Baracke, wo der Fisch abgepackt wird. Ich gehe hin und bring noch ein paar Jungs mit. Hey, recht viel schlimmer kann's nicht mehr werden. Komm ich da in die Ecke? Okay, anscheinend nicht. Möchte auch nicht da reinglitschen, dass ich da nachher nicht mehr rauskomme. Wo geht's denn jetzt? Geht's jetzt hier weiter? Oder? Ah ja. Nee, hä? Nee, von denen haben wir, ne? Ah, hier. So. Rakehard? Ist es richtig ausgesprochen? Ich hoffe ja. Willkommen. Hey, drück willkommen. Auf den Schalter oben im Überwachungsraum und lass mich rein. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns mal kennenlernen. Boah, geil. Alter, öffne die Luke. Schön, du hattest deinen Spaß, aber genug ist genug. Wenn du diesen Knopf drückst, wirst du erfahren, was es heißt, mein Feind zu sein. Mhm. Juckt mich jetzt überhaupt nicht mehr, was er gesagt hat. Alter, 27 Zuschauer, ihr seid wahnsinnig viel, lieben Dank. Hello and welcome. Okay, so. Ich meine, er droht uns jetzt und er hat uns schon die ganze Zeit angegriffen und tralala und... Hallo? Oh, warte mal. Können wir jetzt mal in Ruhe, wenn wir schon einmal dabei sind, mal eben schnell alles nachladen? Okay. So. Dann haben wir das auch. Das haben wir soweit eigentlich. Da noch zwei. Beide nur noch zwei. Okay, die brauchen wir ja nicht so viel. Die brauchen wir nur bei starken Gegnern. Die Kamera. Die haben wir... Ja, okay. So. Dann haben wir soweit alles. Boah, geil. Lutz und Söhne. Kontrollpunkt. Darf ich mich erst umsehen, oder? Ah, hier ist Speicherpunkt, okay. Ja. Was passiert, wenn ich weitergehe? Ist das Spiel dann zu Ende? Oh Gott. Okay, ich drücke erst den Knopf vor. Ich glaube, hier soll es dann gleich weitergehen. So. Zoom. Ist da oben eine Sicherung durchgebrannt? Ich kann hier drin überhaupt nichts sehen. Gib mir einen Moment und ich hole dich da raus. Moira, kannst du mich hören, Liebling? Es ist so dunkel hier drin. Wenn mein Freund nur nach oben schauen und dich sehen würde, vielleicht könntest du ihn behandeln. Oder wenigstens irgendetwas tun. Was, Alter? Außer nur tatenlos zuzusehen. Nein! Leute! Scheiße, ich muss nach unten. Nein, ich will... Nein! Sie sind überall. Ich kann sie nicht aufhalten. Ich muss mich zurückziehen. Hol meine Familie da raus. Wir treffen uns dann so schnell wie möglich wieder. Okay, versprochen. So, Grafik besser, Alter! Ernsthaft? Antworte ich gleich mal drauf. Uah. Ja,
wie gemein. Hallo? Wir sind ja überall. Wie gemein. Ich würde gern sammeln, ich würde gern sammeln. Okay, machen wir gleich. Grafikmesser auf dem PC? Nein, aber es ist hochauflösender. Also die Texturen sind definitiv hochauflösender. Das Spiel ist im Prinzip gleich. Man hat ein paar neue Features. Wie halt diese Galerie und so und tralala. Ich bin ein Star und du nicht. Das ist die neue Serie. So, Alter, was? Und danke für das Kompliment. Wer war das gewesen? PlayStation 4. Beste. PlayStation 4 Beste. Du hast dich angegrungen. Ja, das ist vielen Dank, dass ich mit so einem großen YouTuber und Streamer verglichen werde. Das habe ich schon häufiger gehört. Vielen lieben Dank dafür für das Kompliment. So. Also wie gesagt, mit dem PC auf keinen Fall vergleichbar, aber generell besser wie damals, ja, weil wie gesagt, es ist alles sehr, sehr hochauflösend. Man sieht es hier auch zum Beispiel, wenn man ganz nah dran geht. Na, es ist definitiv 1080p und 60 Frames, also na. Aber trotzdem immer noch ein sehr geiles Spiel. So. Ihr Schweine! Nein. Du schleichst dich herein wie ein Attentäter und versuchst dann dich aus dem Staub zu machen wie ein Dieb. Du bist kein Schnüffler von der CIA. Wer bist du? Weshalb du bist du miese hier? Ratte. Gut, es gibt zwei Möglichkeiten, mit einem Rätsel umzugehen. Man kann das Geheimnis aufdecken oder es beseitigen. Was ein mieses Schwein, Alter. Was ein mieses Schwein. Raus hier! Mach, dass du rauskommst! Ab nach Arcadia! Herrgott nochmal! Netter Arsch. So. Boah, was eine miese Drecksau, der Ryan. Tja, da müssen wir jetzt erstmal nach Arcadia. Das hören wir uns an. Dieser irische Mistkerl hat mir einen Handel angeboten. Ich liefere Ihnen Fontaine ans Messer und ich bin ein freier Mensch, ganz einfach. Woher soll ich wissen, dass dieser Wichser nicht von Fontaine kommt? Woher soll ich wissen, dass Sie nicht alle zu Fontaine gehören? Fontaine hat das Adam und jeder will es haben. Ryan hat nur eine große Klappe und einen schicken Anzug. Sogar hier unten sieht jeder Idiot, woher der Wind weht. Ja. So, dann gucken wir nochmal. Ab nach Arcadia. Eieieiei. Was eine miese Drecksau, ne? Krass. Das ist schon der Hammer. Das ist Teil 1. So. Puh. Erstmal Teil 1 durchspielen. So. Puh. Da bin ich gespannt, was uns in Arcadia jetzt erwartet. Ach, jetzt kommt ja noch der Garten und so, ne? Stimmt, da kommt ja auch noch. Für den Sauerstoff und alles. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle ist es ein guter Zeitpunkt, um eine kleine Pause zu machen. Auch für YouTube. Ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es spannend weiter in Arcadia. Und ich würde sagen, für die nächste Folge schaltet ihr dann wieder ein. Also bis dann, ciao.